Hallo und herzlich willkommen zu meinem Blog. Ja, ein ganz, ganz spontanes Video kommt jetzt dazwischen. Und zwar bei einer Bekannten von mir hat sich eine Hummel eingenistet bei 4 Tagen Fenster auf. Und ja, Problem ist im Kinderzimmer ihrer kleinen Tochter. Und da wollte ich natürlich, da hat sie gefragt, ob sich irgendwer auskennt. Hat sich leider überhaupt keiner gemeldet. Ja, dank BTV84, danke. Traue ich mich einfach mal in die Sache. Moment, ich drehe mir eben die Kamera. So, ich habe noch ein uraltes Hummelhaus gehabt. Da habe ich sie jetzt reingetan. Ich habe ein bisschen Moos und Sägespäne reingetan. Ich hoffe, das mag sie. Habe sie jetzt noch zugelassen, habe ein bisschen Zuckerwasser angerührt. Ja, ich hoffe, sie ist mir nicht zu böse. Ich tue noch mal ein bisschen hier Zuckerwasser an den Eingang. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Wirklich keine Ahnung. Aber besser als sie einfach töten, weil sie im Kinderzimmer ist. Das fand ich nicht so gut. Ich mache das jetzt mal auf. Ob da sich irgendetwas tut. Ich hoffe, ich kriege nicht direkt einen Biss oder so. Die war ziemlich sauer. Ich sag mal zu Recht. Ja. Ich weiß es auch nicht, ob ich die Kamera hier drauf halten soll die ganze Zeit. Die Frage ist, ist sie noch drin? Ist sie gerade schon rausgeflogen? Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen. Okay, irgendwas ist dort. Tja, sie ist noch drin. Das ist schon mal gut. Ich versuche mal selber reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall sitzt sie dort hinten drin. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen Zuckerwasser überall verteilen, in der Hoffnung, dass die Ameisen nicht schneller sind. Baue noch eine kleine Einstiegshilfe für sie. Und ja, vielleicht fühlt sich ja trotzdem hier wohl und bleibt hier. Ich bin weit genug von der anderen Wohnung weg. Ich habe ja noch eine kleine Einstiegshilfe gebaut, etwas größer. Ich probiere jetzt mal die Zuckerlösung wenigstens ein bisschen in ihre Richtung zu bewegen. Vielleicht weiß sie dann, dass wir es gut mit ihr meinen. Tja, wir werden sehen. Viel mehr kann ich nicht tun. Ich kann hier einen kleinen Schluck reingeben. So, das war's aber jetzt auch. Ja, ich werde morgen oder so nochmal reinschauen. Und ja, vielleicht kann ich euch dann mehr sagen. Ich habe ja noch einen Trog, hätte ich fast gesagt, mit Wasser hingestellt. Sollte sie den bevorzugen. Und ja, schauen wir mal. Ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr da drin. Vielleicht richtet sie sich gerade häuslich ein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Schauen meines Videos. Gucken hier. Ja, es nistet sich hier ein und vielleicht mache ich ja demnächst Hummelvideos, ne? Bis dann. Tschüss.